Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren neuen, taufrischen Ausgabe von Angespielt. Die Serie auf meinem Kanal ist zurück, in der ich euch Spiele vorstelle, egal ob große oder kleine, feuchte oder nasse, trockene oder völlig gestörte, teure oder günstige, Indie oder AAA, es ist mir komplett egal. Und die Hintergrundmusik, sorry, von dem Menü hier, ich will die ganze Zeit singen. Jedenfalls spielen wir heute zusammen Haunt the House Terror Town und es gibt eine Erneuerung bei meiner wundervollen kleinen Serie hier. Und zwar habe ich das Spiel schon ein bisschen angezockt und das werde ich ab sofort immer so handhaben, dass ich euch ein bisschen was erklären kann und es wird alles ein bisschen schneller stattfinden, ja. Hier für das Spiel nehme ich mir jetzt so in etwa mal 10 Minuten plus und das ist ein cooles Ding, denn wie im Titel hier schon drin steht, Haunt the House, ja, Haus und so. Jedenfalls, ich drück mal auf neues Spiel und dann kann man erstmal hier, ja, macht das okay, passt doch voll. Also, in diesem Spiel spielt man einen Geist, ja, und man sucht Leute heim. Suche das Haus heim wäre richtig gewesen als Übersetzung, oder? Und am Anfang gibt es wundervolle Credits von vielen tollen Menschen, die diese tolle Musik komponiert haben zum Beispiel und damit andauernd dafür sorgen, dass ich eigentlich das komplette Let's Play wahrscheinlich nur singen werde, obwohl im Spiel direkt ist es dann ein bisschen weniger schlimm, ja? Wenn man das Spiel startet, gibt's auch erstmal so eine Art Story, die werde ich allerdings ein bisschen skippen, weil das ist eigentlich nur so ein Tutorial. With his very soul. Also der Sprecher, der hat natürlich eine wirklich wunderschön erotische Stimme, aber um jetzt hier ein bisschen Zeit sparen zu können, ne, und nicht 8 Stunden im Tutorial zu verbringen, wenn man nur ein Video von dem Spiel macht, Mensch, Hummel, Hummel, Mois, Mois, hole ich mir jetzt mal ein leckeres Fischbrötchen und erkläre, dass der wirklich nur erklärt, wie das Spiel funktioniert. Wir sind ein Geist und wir sind halt aufgewacht und wollen jetzt die Stadt heimsuchen und er erklärt uns jetzt, wie wir Objekte possessen, also besessen machen können, ja? The actions you can perform are listed underneath. Also wenn wir ein Objekt besessen machen, dann stehen da unten die Sachen, die wir damit machen können. Zum Beispiel diese Glocke hier, die können wir durch die Gegend bewegen. Es ist extrem cool gemacht, das kann ich euch schon mal sagen. Es bockt echt ganz schön. When people are scared, the atmosphere of the building will increase. Oh, ja, also wenn wir durch unsere Aktion den Menschen Angst anjagen, dann wird die Gesamtatmosphäre, die ihr da unten in dieser wackeligen Wellenleiste mit diesem roten Balken seht, wird die sich steigern und damit werden neue Optionen freigeschaltet. Zum Beispiel bei dieser Glocke, mein lieber Erzähler, der hier so schön mit mir zusammenarbeitet, können wir dann mit D... Ja, das hast du wundervoll erzählt. Let the haunting begin. Dankeschön. Also, ich bin eigentlich nicht der Freund davon, so Tutorials extrem schnell zu überspringen, aber weil ich lieber mehr vom Spiel zeigen will und nicht von diesem Erzähler, der wirklich, also er hat eine traumhafte erotische Stimme, muss man einfach sagen. Er hat dir nur erklärt, wie das alles funktioniert, aber das ist ja eigentlich mein Job bei Angespielt, ne? Deswegen lasse ich mir den sicherlich nicht nehmen. Wir starten hier in dieser wundervollen, attraktiven Kirche und dürfen erstmal so ein bisschen ein paar Mäuse und Ratten und Fledermäuse outcreepen und jetzt haben wir die freie Wahl, uns in dieser Stadt durch die Gegend zu bewegen. Was mich von Anfang an so ein bisschen stört, ist, dass das Hut total überfüllt ist und alles einschränkt, aber das ist okay. Wenn wir jetzt nichts übrigens besessen haben, können wir mit S so ein bisschen durch die Gegend huhen und wir sind sowieso der fucking männlichste Geist auf dem Äquator. Schön, aber lassen wir uns davon mal nicht aufhalten, wenn man jetzt hier zum Beispiel das erste Gebiet sich anschaut, ja? Das ist jetzt ein Theater, ja? Also ein Theater. Und in diesem Theater können wir jetzt diese ganzen wundervollen Menschen, die Kinder und Schauspieler, die Armen und Reichen, die Alten und Jungen... Ich hab's heute mit diesen ganzen tollen Vergleichen. Wollen wir mal zum Beispiel, wenn man hier runtergeht, dann sieht man hier, ist das Phantom der Oper und macht da irgendwie sein Stück, oder bestimmt das Phantom der Oper, glaube ich mal. Und dann könnte ich jetzt hier einfach mal mir dieses Klavier nehmen und auf D drücken. Und dann spielt das Klavier seine Töne. Allerdings ist das ein Schauspieler und ein Schauspieler lässt sich nicht so schnell erschrecken. Deswegen gehen wir mal zu irgendwelchen Menschen, bei denen das einfach ist. Zum Beispiel hier in den Spiegel. Oh ja, bekomm Angst, junge Dame. Und leg dir mal eine neue Frisur zu. Das sieht scheiße aus. Zeigt scheiße aus. Oder hier können wir das Messer ein bisschen wackeln lassen. Und dann sehen wir gerade eben, wie hier schon ein paar Kinder ein bisschen Angst bekommen. Oder dieser Herr, der da vorbeiläuft. Komm, bekomm Angst vor mir. Oh ja, und unten links könnt ihr dann andauernd die Atmosphäre beobachten. Also man braucht echt kein großes Englisch für das Spiel, auch wenn es auf Englisch ist. Da steht schon uneasy oder hier damit. Oh ja, guckt auf das Bild. Bekommt Angst. Oder, oh guck mal hier, da kommt ein Bulle bei raus. Das ist ja total geil. Oh ja, lass ihn rauskommen. Oh, der geile Bulle, er ist super lecker. Hier, guck mal, da oben ist ein Kindermeeting. Das will ich doch mal stören. Ja, habt ihr Angst? Habt ihr Angst vor meinem Sekt? Seht ihr, wie er rausspritzt? Habt Angst.
Kinder, habt Angst. Also, hätten wir jetzt noch keine Atmosphäre freigeschalten, um das nochmal zu erklären, könnten wir uns so mit der Flasche bewegen. Weil eben schon die Atmosphäre bei Unsettling ist, können wir die Korken knallen lassen. Ja, wortwörtlich. Hahaha. Was ein Witz. So, an sich finde ich das Konzept genial von dem Spiel. Gerade eben, weil ihr wisst ja vielleicht, dass ich Murdered Soul Suspect Let's Played habe. Und da spielt man ja auch einen Geist, aber man hat leider gar nicht die Möglichkeit, irgendwie Leute so richtig in den Wahnsinn zu treiben und eben das zu machen, was ein Geist gerne macht. Das ist auch ganz geil hier. Moment. Wir lassen erstmal hier so ein bisschen ein paar Fledermäuse hinausfliegen. Ja, da bekommt ihr Angst, ne? Schaut es euch an. Wir werden aber gleich noch in ein Gebiet gehen, wo ich die ganzen Aktionen noch nicht kenne. Also ich habe das hier nun mal als Startgebiet für das Video ausgewählt. Um das alles vorstellen zu können. Zum Beispiel wunderschöner Kontrabass. Oh ja. Das war der kleine Timmy und den mache ich nass mit meinem Kontrabass. Oder da. Oh, guck mal, hier gibt's Wibble, Wibble, Wibble. Wiggle, Wiggle, Wiggle. Dö, 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 dö. Oder hier erstmal zu einem Geist gehen. Da war, glaube ich, wieder irgendwas mit so einem Sperma-ähnlichen Gesülze. Ektoplasma spielt natürlich auch eine große Sache. Und den hier, den können wir jetzt wirklich eiskalt töten. Wir haben den einfach getötet. Das können wir, glaube ich, mit den Kindern nicht. Wäre auch ziemlich krank, aber wir können jedenfalls, ne? Wir haben jemanden getötet. Und das Gleiche geht auch mit unserem wundervollen Sänger hier. Ach, es geht noch nicht ganz, leider. Warte, wir müssen kurz ein bisschen weiter die Atmosphäre aufheizen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt... Nein, immer noch nicht. Komm schon. Machet mehr Atmosphäre. Aber jetzt, wenn wir jetzt hier auf Blast drücken, dann fällt er direkt ins Wasser. Also keine Ahnung, wer ein Theater so einrichtet, dass sich unten drunter ein riesiger Teich befindet, in dem man sterben kann. Und die Atmosphäre ist jetzt sinister, lässt sich allerdings noch ein bisschen höher treiben. Ich gehe mal auf das Schild. Oh ja, in meinem Schild sind leckere Tentakeln. Also auch ein Spiel für jeden Freund des gepflegten Hentais, wie man sieht. Sobald Tentakeln drin sind, muss man sich das hier reinziehen. Ja, bekommt mehr Angst. Und oben hat man halt auch so weitere Statistiken, wie viele Menschleins man schon irgendwie umgebracht hat oder so. Kann man das auch hier sich irgendwie? Ne, das sind nur Achievements. Und jetzt ist die Atmosphäre halt terrifying. Gut, gehen wir zum Gebiet, das ich noch nicht kenne. Und zwar zu einem Schiff. Das ist ja toll. Cruise Ship. Da können wir auch so ein bisschen unter Wasser gehen. Und da ist... Okay, da hat jemand so viel Minecraft gespielt. Den können wir bestimmt auch irgendwie mit dem Anker töten oder so. Oh ja, bekommt Angst. Vielleicht soll ich ins Schiff gehen, um ein bisschen Angst zu verursachen. Oh, das ist aber ein sehr, sehr schönes Schiff. Wie wär's denn hier vielleicht, ne? Hm, will mal jemand hier... Guck mal meine Flosse an. Will jemand an meiner Flosse nuckeln? Niemand? Nein? Mensch, da bin ich jetzt aber enttäuscht. Ich finde ja den Geist sowieso am geilsten, ey. Wie der aussieht. Der sieht nicht mal irgendwie so luschig aus wie Casper. Der ist mal eine, also es gibt ja Casper, den Geist, wer den Film vielleicht nicht kennt. Habe ich auch nicht mehr so genau im Kopf, aber den gab es jedenfalls. Trotz allem, der sieht halt nochmal eine Ecke pussymäßiger aus. Also ist halt kein grusiger Geist oder so. Oh, aber der Typ ist grimmig drauf. Oh ja. Und hier dürfen auch einfach die Gäste in die Küchen laufen, ohne irgendwelche Probleme. Na, was geht bei dir, Bruder? Du bist ja wirklich der krasseste Koch auf Gottes Erden. Und da ist der Kapitän. Ja, mein lieber Kapitän. Will er hier gerade eben irgendwie runterspringen oder denkt er schon, man geht unter? Ich weiß es nicht. Na, was los bei euch? Guck mal, ich bin ein Tisch, der sich bewegen kann. Habt Angst. Der eine Typ, den juckt das nicht. Guck mal, der steht da rum. Ihm ist das scheißegal. Aber ich dehne weiter meine Beine, das muss ja auch mal sein, ne? Ein bisschen Beindehnung. Vielleicht mal hiermit. Oh ja, guckt, überall befinden sich Messer drin. Sowieso ein Spiel, das ziemlich viel mit Messern hat irgendwie. Habt Angst! Habt immer mehr Angst. Ach, da steht der Kapitän sogar oben drauf. Oh ja. Na? Was machen eigentlich Kinder hier im Casino-Raum? Ganz ehrlich, wo kommen wir da denn hin? Kinder im Casino-Raum. Ich bin... Hier, guck mal, da zieh ich an meinen Zöpfen vor Scham. Müssen wir mal aufpassen hier, Mensch. Kann ich jetzt vielleicht irgendwie mehr hier ausrichten? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Komm, mach die Atmosphäre mal krasser. Lass die Leute erschrecken. Was ich also ein bisschen schade finde, ist, dass der Comic-Stil, der hätte die Möglichkeit geboten, so richtig mega übertriebene Reaktionen, ja, draus zu machen. So von wegen so, dass die Leute einfach richtig ausrasten. Und das tun sie halt nicht so wirklich. Sie kriegen halt ein bisschen Angst und schreien ein bisschen rum, aber ansonsten ist es genauso das, was ich mir vorgestellt habe. Einfach so ein kleines, geiles Spiel, in dem er den Leuten richtig Angst einjagt. Und an seinen Zöpfen zieht, was sowieso das Geilste ist. Ich meine, also an Zöpfen ziehen. Und schon wieder Tentakeln, guck, ne? Wirklich.
überall Tentakeln. Tentakeln und Messer. Das ist das, was in dem Spiel ganz groß geschrieben wird. Wir sind schon bei Sinister von der Atmosphäre. Ich würde es aber gerne da unten dem Typen, wenn ich mal den Anker auf den Kopf knallen. So, Kollege. Und da redet gerade jemand. Habt ihr Angst? Habt ihr Angst? Na? Und sowas vielleicht mal in, ich weiß ja nicht, sowas in richtig krass brutal, also ist ja jetzt noch so ein bisschen, ne, so kindermäßig gehalten, aber sowas in so ein bisschen gore-mäßiger Manier, da ist viel Potenzial da. So ein Spiel würde ich mir nochmal wünschen. Kann ich hier jetzt irgendwas Krasses machen? Fliegen. Aber wenn hier jemand keine Angst hat, dann der Kapitän, aber ich bin mir sicher, den können wir auch noch irgendwie nach unten stoßen. Wir sind jetzt schon bei den 10 Minuten, Leute, aber wie gesagt, ist nur ein Richtwert. Ich möchte hier zumindest das Gebiet euch irgendwie noch halbwegs vollständig zeigen. Die Frage ist nur, warte mal. Der Hund stirbt aber nicht, oder? Das hätte ich, ne? Also bei einem Hund ist Schluss. Kapitäne und sowas, alles okay. Buh, da habe ich Buh an die Wand geschrieben. Oh ja, habt Angst. Habt Angst vor ihr. Es ist die Meerjungfrau des Todes. Sag mal, die unterhalten sich da unten ganz gechillt, oder was? Geht's euch noch? Geht's euch noch gut? Mensch. Habt Angst! Geht's euch noch? Das ist ja wohl. Die läuft da dran vorbei, da ist das komplett egal. Da ist das komplett egal. Da ist das komplett wurscht. Das ist ja. Okay, der ist gestorben dadurch, dass. Der hat aber auch so grimmig geguckt, ja. Da muss man auch mal dazu sagen, wer so grimmig guckt, ne? Und er, tschüsschen, fällt auch mal noch eine Runde runter. Das war ein ziemlich fetter Geist. Das war wirklich ein fetter Geist. Ja, jedenfalls, das ganze Spiel gibt's auf Steam für ein paar Kröten. Und ich finde, das ist ein sehr gelungenes Konzept irgendwie. Mir macht das ziemlich viel Spaß. Man hat natürlich noch mehrere Gebiete, die man sich jetzt hier irgendwie anschauen kann. Hier ist der Ausgangspunkt, den man hat. Und wenn man weiter nach links geht, dann gibt es noch ein Krankenhaus, ein Hospital, wo oben aus irgendeinem Grund sich so eine komische, sehr besoffene, auf Drogen wirkende Domina-Schwester befindet. Aber die kann man auch killen, so als kleinen Spoiler. Und dann gibt es noch das Museum, da war ich noch nicht drin. Oh, das ist natürlich... Da hat man natürlich Möglichkeiten ohne jedes gute Ende, ey. Geil, 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 geil. Es ist so ein bisschen so eine kleine Spielerei. Es hätte noch extrem viel Luft nach oben gegeben, da weitere Möglichkeiten einzubauen oder das eben in so einem kranken Stil zu machen. Aber sicherlich mal ein kleines Indie-Spielchen, das man sich anschauen könnte. Mir gefällt's. Ob's euch gefällt, würde mich natürlich auch interessieren. Deswegen gerne eure Meinung in die Kommentare packen. Und wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Episode von Angespielt oder bei einem anderen meiner Videos wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine traumhafte Zeit. Ciao, tschüdelö und... reingegruselt oder reingegeistert oder rein, was auch immer. Supergeil.